Hallo und herzlich willkommen zu dem Livestream. Heute geht es nämlich um den Tractus 3D T3000 SE. Mein Name ist Richard Haag, ich bin der Produktmanager der 3D-Drucksysteme. Ich bin der Enes Ertugrul, ich bin der Kommunikationsdesigner aus der Werbeabteilung. Und heute haben wir etwas Besonderes vor. Ja, wir sitzen nämlich nicht wie normalerweise jetzt schon vor der Maschine, sondern erstmal hier, denn der nächste Teil, der gleich kommt, da haben wir was Besonderes vorbereitet. Das war jetzt nicht einfach so hier live möglich. Der nächste Teil, der also jetzt kommt, ist nicht live. Schreibt aber trotzdem eure Fragen in den Chat, währenddessen das Video, das gleich kommt, läuft. Und wir sehen uns dann nach dem Video, nach einer kurzen Pause im Q&A. Dann sehen wir uns gleich. Hey, heute zeigen wir euch die Tractus 3D Second Edition Serie, was der Unterschied ist zum Vorgängermodell und warum ihr unbedingt so eine Maschine braucht. Vor mir steht jetzt der Tractus 3D T3000 SE. Wir haben natürlich noch andere Versionen des Druckers von der Second Edition Serie, wie zum Beispiel der T2300 SE, was eine leicht gekürzte Version ist davon, die jetzt bis hier nur zum Ende der Türen geht, und der T3500 SE, der nochmal einen halben Meter größer ist als die Maschine hier und dadurch halt nochmal einen halben Meter höher drucken kann. Aber gehen wir mal auf die Unterschiede zum Vorgängermodell ein. Und als allererstes gehen wir mal auf die Unterschiede ein, die offensichtlich sind, und zwar das Design. Hier sehen wir schon echt schönes, getöntes Glas. Hat jetzt wenig mit der Funktionalität zu tun, aber es sieht schon echt gut aus. Und Tractus hat jetzt auch endlich aufgehört mit den Alu-Profilen hier an jeder Achse, sondern hat jetzt hier schöne schwarze Metallteile. Warum und was der Hintergrund dahinter ist, zeige ich dann später, wenn wir in die Technik des Druckers einsteigen. Was uns aber noch so auffällt, ist, dass die Maschine ein bisschen breiter geworden ist und ein bisschen höher geworden ist. Der T3000 SE kann nämlich im Vergleich zum Vorgängermodell 10 cm mehr oder höher drucken, hat aber trotzdem die 1 Meter Druckfläche, die jetzt aber auch nutzbarer ist als die Vorgängerversion. Bei der Vorgängerversion hatten wir auch schon 1 Meter Druckfläche, aber da waren so Klammern im Weg, die das ganze Druckbett zusammengehalten haben. Das haben wir jetzt hier nicht. Hier haben wir dasselbe Druckbett vom Stil her wie beim T2000. Und da haben wir schon gesehen, dass das Druckergebnis für die erste Schicht vor allem viel, viel besser ist. Und ich bin echt froh, dass die neue Generation die Art von Druckbett hat. Weil so ein glattes Druckbett hatten wir bisher noch bei keiner Tractus 3D-Maschine, was vor allem den Buchstabendruck um einiges erleichtern wird. Was uns designtechnisch noch auffällt, ist, dass wir jetzt hier einen riesen Kasten haben, anstatt nur einen kleinen publiken LCD-Bildschirm, wo dann hinten die Spulen dran kommen. Und das ist nicht einfach nur ein Kasten, um die Filamentspulen zu lagern, sondern noch viel mehr. Und zwar tut dieser Kasten die Filamentspulen wiegen, trocknen, heizen und bietet noch genug Stauraum für 2 weitere 8 Kilo Spulen. Also insgesamt können wir in dieser Kabine 32 Kilogramm Material storen, also lagern, und können gleichzeitig halt anhand des Gewichts sehen, wie viel noch auf der Spule drauf ist. Außerdem wurde an dem Kasten noch die Filamentsensoren integriert, die jetzt direkt an der Spule sind. Und die Filamentsensoren sind nochmal um ein Vielfaches verbessert worden. Jetzt sind an den Spulen am Filamentsensor nicht nur normale Klickschalter, die halt merken, ob das Material da ist oder nicht, sondern ein Metallkügelchen, das durch einen Magneten weggestoßen wird. Und dadurch haben wir keine Komponente, die durchgehend aneinander reiben, sondern wir haben jetzt
ein zuverlässiges Magnetsystem, womit wir jetzt das Filament sensen, also gucken, ob es da ist oder nicht. Was jetzt noch an dem Kasten dran ist, ist hier der Notausknopf. Und der hätte meiner Meinung nach schon viel länger an den Traktus-Geräten Standard sein sollen. Ich bin so froh, dass die neue Maschine jetzt hier endlich so einen physischen Knopf hat, den man schlagen kann, wenn irgendwas schief läuft. Viel besser als die Softwarepause, die wir halt eben bei den Vorgängerversionen hatten. Meiner Meinung nach einfach ein Muss. Was noch an den Geräten dran ist, ist hier der 15 Zoll LCD-Touch-Bildschirm. Und jetzt haben wir nicht mehr dieses normale, poplige Interface von so einem Duetboard drauf, sondern wir haben wirklich das Web-Interface hier mit integriert, worüber ich alles tun kann, was ich normalerweise hätte am Rechner machen müssen. Und es ist wirklich, wirklich angenehm. Ich kann hier Makros verändern, ich kann hier die Maschine, ich kann super viel machen, was ich jetzt eigentlich hätte nur am PC machen können. Aber da gehen wir dann später nochmal drauf ein, wenn ich speziell über die Software rede, weil da hat sich noch so einiges verändert. Was noch dran ist, ist natürlich hier ein Tablet. Und das ist die Hauptsteuerung von dem Gerät. Damit steuern wir das Gerät eigentlich hauptsächlich. Der Bildschirm selber ist eine Option, die man dazu bestellen muss. Aber da kommt dann auch die Düsenkamera mit dazu, wo dann halt auch direkt an der Düse eine Kamera ist, wo wir sehen können, was der Drucker eigentlich gerade macht. Hiermit kann ich zum Beispiel den Drucker jetzt einfach steuern durch mein Tablet, kann dem Drucker aber auch sagen, genau wo er hinfahren soll. Ich kann jetzt zum Beispiel ein bisschen runterfahren, ein bisschen nach vorne. Alles anhand des Tablets. Für die Leute unter euch, die schon einen Traktus 3D-Drucker haben, die wissen ganz genau das Problem mit dem Baby-Steppen. Wenn jetzt der Drucker anfängt zu drucken, müssen wir ganz genau darauf achten, wie die erste Schicht dann aussieht und können präzise sagen, wie der Druckkopf hoch und runter fahren soll, damit die erste Schicht super aussieht. Und bei den Vorgängerversionen muss ich unten schauen, wieder aufstehen und am Bildschirm die Baby-Steps verändern. Hier mit dem Gerät kann ich einfach mit dem Tablet runtergehen und währenddessen der druckt, die Baby-Steps verändern. Unglaublich angenehm. Ich liebe dieses Tablet. Und ich könnte es eigentlich überall in die Firma mitnehmen und dann da halt bedienen. Integriert ist es an die Box mit einem extra Interface, wo das Gerät dann auch immer geladen wird. Jetzt fragt man sich bestimmt, wie sprechen die zwei Geräte miteinander? Der Drucker hat ein eigenes WLAN-Feld. Und anstatt des Tablets könnte ich auch rein theoretisch, wenn ich in der Nähe bin vom Drucker, mit meinem Handy einfach auf den Drucker zugreifen und dann mit meinem Handy den Drucker steuern. Falls mal irgendein Arbeitskollege das Tablet irgendwo hin mitgenommen hat, könnte man es mit dem Handy auch machen. Super. Designtechnisch hat sich noch einiges im Innenraum verändert. Und da schauen wir jetzt mal kurz zusammen rein. Wir sehen jetzt schon, dass allein die Türen verstärkt sind. Das hatten wir bei der Vorgängerversion auch nicht. Die wackeln jetzt nicht so stark rum wie bei der Vorgängerversion, halten den ganzen Druck ein bisschen, die ganze Tür einfach ein bisschen fester zu. Und das ist besonders wichtig für die Buchstabendrucker unter euch, die halt eben besonders darauf achten müssen, dass die Kabine immer geschlossen ist und dass ja kein Luftdurchzug reinkommt, wenn wir schwierige Materialien drucken, wie zum Beispiel Apollo X, also ASA, ein UV-stabiles Material, das vor allem für die Außenanwendung wie Leuchtbuchstaben eben verwendet wird. Wir sehen hier, wir haben viel, viel robustere Carbonarme und der ganz besondere Teil vom Innenraum natürlich ist der Druckkopf. Wir haben jetzt hier keinen Bowden-Extruder mehr, sondern einen Direct-Drive-Extruder. Der Unterschied da ist eben, dass das Förderungsrädchen, dass das Filament durchbefördert, durch den Druckkopf, nicht hier in der Luft sitzt und erst mit einem langen Gang zu der Düse, die heiß ist, verbunden wird, sondern wir haben das Extruderrädchen genau über der Düse. Und es gibt uns verschiedene Vorteile. Wir haben viel, viel geringere Z-Narben. Z-Narben ist die Narbe, die an den Druckobjekten entsteht, wo der Anspritzpunkt ist. Die ist viel geringer und viel einfacher zu kontrollieren.
Wir können Materialien drucken, die davor nur mit Direct Drive Extruder überhaupt zu drucken wären, wie zum Beispiel flexible Materialien, sowas wie Polyurethan, ist jetzt damit druckbar. Und allgemein ist es viel einfacher, mit einem Direct Drive Extruder zu drucken. Warum hat es Traktus nicht davor gemacht? Direct Drive Extruder sind schwerer. Und wenn wir so schnell drucken wie die Traktus Drucker, dann zählt eigentlich jedes Gramm. Jetzt hat sich aber Traktus was Besonderes einfallen lassen. Und zwar besitzt der Druckkopf einen G-Sensor, womit er die Schwingungen vom Drucken erkennt. Jetzt können wir mit einem simplen Trick einen kleinen Test fahren, wo der Drucker sich merkt, wie der Druckkopf ungefähr in welche Richtungen Schwingungen auslöst und dadurch so einen Antivibrationsmodus fährt. Ähnlich wie bei Kopfhörern mit Noise Cancelling, wo dann genau die Wellen in die entgegengesetzte Richtung wieder gemacht werden, damit es nicht mehr vibriert. Und das zeige ich jetzt, wie das funktioniert. Ich fahre den Drucker jetzt einfach mal ungefähr in die Mitte. Und dann haben wir jetzt hier ein Plugin, das nennt sich Input Shaping. Und jetzt kann ich hier ein Profil machen, womit wir gleich testen werden, wie der Drucker ungefähr vibriert. Alright. Jetzt einmal auf die Düse bitte filmen, auf den Druckkopf, weil da sehen wir dann auch ungefähr, wie schnell der Druckkopf sich gleich bewegt. Ich empfehle, ein bisschen weiter weg zu gehen. Und so, fertig. Und jetzt sehen wir hier unser neues Profil. Und hier sehen wir ganz genau, wie der Drucker in welche Richtungen ausschwenkt. X, Y und Z. Und jetzt könnte ich hier an der Seite einfach eine passende Kurve wählen, die genau das entgegengesetzt macht und diese Kurve abflacht. Wie genau das gemacht wird, gibt es dann in der Schulung, wie wenn ihr euch für einen Drucker entscheidet, von davon. Das war jetzt eines der coolen Software-Features. Ich zeige euch jetzt nochmal was anderes. Und zwar, wie wir hier am Webinterface sehen können, wie viel eine Spule Material wiegt, beziehungsweise wie viel Gramm oder Kilogramm wir überhaupt noch übrig haben. Und dadurch gehen wir jetzt hier oben einfach auf Button Command und können dann hier sehen, ob Reihe 1 oder Reihe 2 befüllt ist und sehen sogar die Luftfeuchtigkeit, die hier drin herrscht. Das wäre jetzt hier 42%. Wir sehen also, ich habe hier eine 8 Kilogramm Spule drin, die kaum benutzt ist. Und wenn ich jetzt hier mit der Hand drauf drücke auf die zweite Waage, dann sehen wir im Webinterface, dass sich das Gewicht verändert. Jetzt fragt man sich bestimmt auch, wie trocknet der das ganze Filament? Wir haben hier ähnlich wie beim Mohawk so eine Art Ofen eingebaut. Mit einer Umluftkammer, die das Ganze einfach warm macht. Und für die Trockenheit sorgen dann hier solche Kartuschen. Und die sind eigentlich genau dasselbe wie Silikagel-Packungen, nur dass wir die im Ofen halt eben wieder trocknen können und wiederverwenden können. Da müssen wir nicht die ganze Zeit irgendwelche Silikagel-Packen kaufen, sondern können die einfach regelmäßig wieder in den Ofen schmeißen und wiederverwenden. Und die sitzen dann einfach hier drin und man sieht sie kaum, sind nicht im Weg. Super angenehm. Genau, hier zeige ich euch jetzt nochmal kurz, wie denn so ein Druckkopf der neuen Generation aufgebaut ist. Denn wir haben hier, wie man auch sieht, nur ein Kabel, das runtergeht. Der ganze Drucker kommuniziert mit einem CAN-Bus-System. Das heißt, wir haben hier deswegen auch nur einen Anschluss mit relativ wenig Pins. Der Drucker selber hat dann hier integriert nochmal einen Chip, der das Ganze ausrechnet und das Ganze halt kommuniziert, was er kommunizieren soll. Hier sehen wir jetzt, dass der Extruder hier dahinter sitzt. Hier haben wir unser Heißende und man merkt schon, das Heißende ist deutlich kürzer als wie bei der jetzigen Generation. Und trotzdem können wir dank diesem Druckkopf doppelt, wenn nicht sogar mehr Geschwindigkeit erreichen wie die Vorgängerversion. Wie ist es überhaupt möglich? Ja, hier haben wir ein Hotend, das das Filament in drei Gänge unterteilt
und dann später wieder aus der Düse raus zu einem kombiniert wird. Und dadurch kann das Filament viel, viel schneller eingeschmolzen werden, ohne dass wir diesen ewig langen Gang haben. Dadurch haben wir dann auch einen präziseren Druck. Einfach ein schöner Druckkopf. Gibt es zu jedem Drucker der SE-Serie, gibt es davon 2 Stück im Lieferumfang. Und jetzt zeige ich euch, wie einfach es ist, bei der neuen Traktus 3D SE-Serie einen Druck zu starten. Wir gehen dafür hier einfach auf Aufträge, wählen unsere Druckdatei aus, sagen ja, drucken. Und ich nehme nebenher schon mal das Tablet mit, damit ich dann bequem und einfach die Einzelschritte hier einstellen kann. Aber generell bei dem Drucker, was ich so bereits erfahren habe, ist es fast nicht notwendig, weil er so präzise auf die erste Schicht fährt. Das ist vor allem für die Leuchtbuchstabenbauer unter euch unglaublich angenehm. Wie gerade der durchhinweg über diese Druckfläche fährt, ist unglaublich. Aber ich könnte jetzt hier am Tablet einfach meine Einzelschritte einstellen. Fahre jetzt hier noch mal ein bisschen höher, weil er gerade ein bisschen gestockt hat. Und schaue jetzt, wie smooth er hier die Fläche auf diese Druckplatte druckt. Für die Leuchtbuchstabenbauer unter euch, die eventuell auch schon den Traktus 3D-Drucker haben, sehen wir auch hier die Höhenkarte vom Drucker, wie unglaublich gerade und grün diese Höhenkarte ist. Das ist echt nicht schlecht. Ich glaube, das habe ich noch auf keinem anderen Vorgängermodell gesehen, dass es so grün war und gerade. Aber man sieht, der Druck läuft. Jetzt schauen wir uns nur einfach die erste Schicht an und danach muss der Drucker eigentlich nicht mehr beaufsichtigt werden. Kann man also einfach gehen und seinem Tagesgeschäft nachkommen. Das Tablet mitnehmen oder einfach hier zurück an den Platz setzen und fertig. Was ich jetzt noch zeigen wollte, softwareseitig, was wir uns jetzt noch anschauen können, während der Drucker gerade druckt, ist der G-Code Viewer, der vor allem kombiniert mit der Webkamera einen richtig tollen Nutzen hat, wo wir abgleichen können, was der Drucker macht und was er tatsächlich macht. Was sagt die Software, was er macht und mit der Kamera, was macht er wirklich. Dafür gehen wir jetzt einfach auf G-Code Betrachter, drücken hier auf aktuellen Auftrag laden und er lädt hier automatisch den Auftrag, den wir hier drucken, lädt er jetzt hier rein und wir können es uns virtuell auf der Baufläche anschauen und auch dementsprechend im späteren Verlauf dann auch sehen, was er gerade macht und welchen G-Code er als nächsten ansteuert. So, dann fassen wir nochmal alles zusammen. Was macht die neue Traktus 3D Second Edition Series so viel besser als die Vorgängerversion? Wir haben hier den linearen Führungsschienen, die wir vom T2000 kennen, die den Drucker ermöglichen, doppelt so schnell an Bewegungsgeschwindigkeit zu fahren wie die Vorgängerversion. Wir haben den Druckkopf, der es ermöglicht, Drucke doppelt bis dreimal so schnell zu drucken wie die Vorgängerversion. Wir haben hier einen Heizkasten, ein Heat Cabinet, der das Filament trocknet, wärmt und lagert. Und wir haben das Webinterface direkt hier mit integriert, was softwareseitig einfach so ein Vorteil ist, vor allem als Bediener. Und da kommen dann noch Updates, die bringen dann noch viel, viel mehr an Funktionen, das kann ich garantieren. Da gibt es noch einen Tab, der nennt sich Plugins, da kann man noch viele weitere Sachen reinladen. Das war es jetzt aber von unserer Seite. Ich hoffe, euch hat die Präsentation von dem neuen Drucker gefallen. Wir sehen uns gleich im Q&A-Teil in ungefähr 5 Minuten Pause. Schreibt also jetzt schon mal alle eure Fragen in den Chat und ich und Ennis werden sie in 5 Minuten ungefähr beantworten. Bis gleich. So und willkommen zurück. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sind jetzt im Q&A-Teil. Wir haben jetzt alle eure Fragen bei uns. Hier, Ennis hat das Tablet in der Hand und wird mir gleich die paar Fragen stellen. Wenn währenddessen euch noch weitere Fragen einfallen, einfach in den Chat schreiben. Die Regie bringt sie dann direkt rüber zum Tablet von Ennis. Alright, genau. Das fangen wir gleich an, Frage, oder? Ja. Ist der Servicevertrag inklusive?
Ja, der Servicevertrag ist immer noch inklusive. Bei Traktus heißt der SLA-Vertrag, also Service Level Agreement. Und genau wie bei den Vorgängerversionen ist der immer noch fürs erste Jahr inklusive. Und da ist dabei Ersatzteile 50% günstiger und ein Jahr kostenlos Druckkopfreinigungen. Und die gibt es dann, die sind dabei, ja. Wie sieht es mit Verschleiß aus? Verschleiß von den Geräten ist deutlich geringer als wie jetzt bei den Vorgängerversionen. Die großartigen Verschleißteile, die wir haben, sind halt ganz normal die Bowden Tubes, also die Teflon-Schläuche an den Druckern dran. Und dann haben wir auch noch halt einen bestimmten Maintenance, den wir leisten müssen, wie zum Beispiel alle halbe bis jedes Jahr die linearen Führungsschienen nochmal neu einfetten oder einschmieren. Und die Federn sind wie bei der Vorgängerversion auch zu ersetzen, wenn die halt brechen. Aber wir haben jetzt nicht mehr die Rollen, die sich die ganze Zeit abnutzen, wie bei den Vorgängerversionen. Die muss man zum Beispiel ja nicht mehr tauschen, weil die ja einfach nicht mehr da sind. Und ja, overall weniger als bei Vorgängerversion. Und das ist ja bei den Traktus 3D-Druckern eh schon generell sehr, sehr wenig. Wo liegen wir ungefähr, was die Stromkosten betreffen? Die sind ein bisschen höher als beim Vorgängermodell, weil die jetzige Version hat ja diesen Heizkasten nebendran und ist schon mal ein bisschen flotter unterwegs. Also ist der bei 2750 Watt, das sein Maximalverbrauch ist. Also wenn er dann ganz normal operiert, hat er höchstwahrscheinlich weniger Verbrauch, aber wenn jetzt der Heizkasten voll an ist und der Drucker läuft auf Höchstgeschwindigkeiten, die Heizung ist an, dann ist es bei 2750 Watt, soweit ich weiß. Ja. Finde ich auch eine interessante Frage. Wird das Input-Shaping auch zum Nachrüsten für die Vorgängermodelle geben? Also um dann zum Beispiel Ghosting und Ringing zu senken? Also offiziell von Traktus-Seite weiß ich da noch nicht und ich schätze mal auch nicht. Aber die neue Firmware sollte in der Lage sein, das bei jedem Drucker anwenden zu können, weil Traktus kooperiert da ja ganz stark mit dem Webinterface-Hersteller. Und wenn dann der neue Druckkopf einen G-Sensor dran hat, dann wäre es eigentlich möglich zu integrieren, soweit ich weiß. Aber von offizieller Seite aus von Traktus ist da, soweit ich weiß, nichts geplant. Nee, das hat nur die neue Maschine. Ich glaube, da hat doch viel mit den internen Code von dem Drucker zu tun und da müssen wir viel updaten und ja, eher nur die neueren Maschinen jetzt, aber ja. In wie vielen Farben gibt es das Filament? An sich fast unendlich. Also wir hatten anfangs, als wir den 3D-Drucker verkauft haben, fast alle Farben von jedem Filament da. Aber wir haben halt gemerkt, dass die schlicht und weg nicht gebraucht wurden und wir haben es jetzt eigentlich stark reduziert, damit wir mehr von dem Material, das durchgehend verwendet wird, im Lager haben können. Und darum haben wir immer schwarz, grau und weiß eigentlich immer da und dann halt so Standardfarben wie blau, rot. Es ist von Filament zu Filament ein bisschen unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel zu Premium PLA gehen, das kann man dann bei uns auf der Website dann auch nochmal nachschauen, dann haben wir echt viele Farben, finde ich, zur Auswahl. Gehen wir aber auf ein Material, wo eher für den Außenbereich ist, wie Apollo X, da haben wir dann echt nur die Standardfarben wie Blau, Rot, Grau, Schwarz. Aber man kann an sich jedes Material von Form Futura ab einer gewissen Abnahmemenge nach RAL bestellen. Ja. Lieferzeit ist dann aber ein bisschen höher. Das lohnt sich meistens nur in den Fällen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kunden hat, wie, sagen wir mal, Telekom, dass man da immer das Magenta holt, dass man das immer da hat, damit man es nicht lackieren muss. Das spart dann ordentlich Zeit. Aber sonst ist Lackieren bei so einer Sonderfarbe dann schon der schnellere Weg. Ja. Aber und bei dem Gronal 3D ABS, finnischer ABS, da kann man mit so einer Farbprobe für einen geringen Aufpreis eine Custom-Farbe bekommen und kriegt dann Kilo auch schon als Probematerial dazu. Da läuft es ein bisschen schneller als bei Form Futura beim ABS.
Zu der Frage betreffend kam noch, an welche Farbe diese angelehnt sind. Röhm, Plexiglas, vielleicht weißt du, was damit gemeint ist. Ach so. Nee, wir haben also, wenn wir Farben haben, dann heißen die halt entweder Sweet Purple oder Atomic Green oder Dutch Orange. Aber da ist jetzt leider kein spezieller Farbcode nach RAL oder so angegeben, um zu sagen, hey, im Vergleich zu dem und dem Katalog sind die sich ziemlich ähnlich, die Farben. Das heißt halt Orange und das Bild kann auch leicht abweichen. Ja, deswegen, nee, kein Referenzcode, um zu wissen, was genau das für eine Farbe ist. Mhm. Manche Farben sind auch ein bisschen, zum Beispiel das Apollo X in Schwarz, das ist, lässt kein Licht durch und das ist super für einen Buchstabenbau. Nehmen wir es aber zum Beispiel in Rot, kann sein, dass ein bisschen Licht durchkommt. Da muss man dann auch nochmal aufpassen. Mhm. Aber da dann einfach speziell für jede Farbe uns dann nochmal anrufen, dann können wir da nochmal besser beraten, glaube ich. Ja. Die nächste Frage wird, denke ich, sehr viele interessieren. Wie ist die Lieferzeit? Ja. Wir haben es ja gerade mit Lieferzeiten überall. Ne? Da hält es sich tatsächlich noch, finde ich, in Grenzen. Jetzt haben wir so 8 bis 14 Wochen Lieferzeit, bis dann eine neue Maschine da ist. Manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer, je nachdem, wie auch Traktus selber die Teile bekommt. Wir alle kennen es gerade. Aber ja, ich finde, das geht noch. Ja. Weil die werden ja in Traktus direkt vor Ort auf Anfrage produziert. Auch die kleineren Maschinen. Und die werden dann auch vor Ort da getestet, darum dauert das alles ein bisschen länger. Hier fragt jemand, wie oft man die Silikatkartuschen austauschen muss und ob es eine Warnung gibt, wenn die schon ja erneuert werden müssen. Also wie oft austauschen, weiß ich selber noch gar nicht. Das kam jetzt bei uns ja noch gar nicht vor. Wir haben sie erst vor kurzem. Aber zum Glück hat Traktus was mitgegeben, das zeigt, wann man sie tauschen muss. Also zu jeder Kartusche ist dann so ein Plättchen dabei und dann zeigt es mit so einem Farbcode, wie feucht die Kartusche schon ist. Und wenn jetzt sie zum Beispiel dunkel lila ist, dann weiß man, okay, ich muss sie jetzt in den Ofen stecken, mhm, nochmal ausbrennen, dass sie wieder trocken ist und dann kann ich sie wieder verwenden. Und ich glaube, das Plättchen legt man dann da dazu, damit das es auch trocknet. Ja. Vor allem der Vorteil ist ja, man muss es ja nicht wirklich austauschen, sondern man kann es einfach nur im Ofen nochmal austrocknen. Also man kann es immer wieder verwenden. Ja, ja. Was kostet der Touch-Monitor extra, also das Tablet? Das stimmt, ja, das habe ich ja da auch noch gesagt. Also das, da ist nicht nur der Touch-Monitor dabei, sondern auch tatsächlich die Webkamera. Die ist dann auch mit dem WLAN verbunden, mit dem Drucker. Und das kostet 1.500 Euro Aufpreis. Dann hat man den Touchscreen oben drauf. Ist aber auch möglich, ohne den 15 Zoll LCD-Touchscreen zu bedienen. Das Hauptinterface, was Standard mitkommt, ist halt das Tablet. Wie lange hält der Druckkopf? Es ist dieselbe Geschichte wie mit den Vorgängermodellen. Der Druckkopf selber ist jetzt kein Wegwerfteil. Wenn da irgendwas kaputt geht oder verstopft ist, kommt es entweder zu uns oder zu Traktus, je nachdem, was das Problem ist. Und dort wird es dann entweder gereinigt oder repariert. Und dann kriegt man die wieder zurück. Und wie lang so ein Druckkopf hält, ist halt davon abhängig, was für ein Blödsinn man damit macht. Wenn man jetzt ganz normal damit druckt, dann können die ewig halten eigentlich. Also vor allem mit der Erfahrung von dem F033L-Druckkopf von den Vorgängerversionen, da hatten wir unseren im Demo-Gerät zum Beispiel, ich glaube, 2 Jahre lang drin. Und es war derselbe Druckkopf. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die falschen Einstellungen hat und auf einmal das ABS-Profil nimmt statt das PLA, dann kann es schon sein, dass da irgendwas verstopft und dann muss es eingeschickt werden. Aber die Haltbarkeit an sich ist jetzt nicht so ein Verschleiß, wo man sagen kann, nach so und so vielen Druckstunden ist der Druckkopf hinüber, weil das ist schon nicht. Braucht man noch, um das Druckbett vorzubereiten, Dimafix? Ja, wir haben immer noch eine Glasplatte drauf und die muss man halt einsprühen mit Dimafix, je nach Material. Entweder mehr oder weniger. Aber es ist eine gute Sache. Sobald Dimafix ja unter 50 Grad kommt, kann man die Drucke einfach abnehmen. Und wenn es über 50 Grad ist, klebt ja das Dimafix und hält den Druck beisammen. Also es ist eigentlich gut, dass wir noch Dimafix verwenden. Und
Das schützt ja auch die Glasplatte. Also ich finde es gut, dass wir es noch verwenden. Und muss man auch genauso wie bei der Vorgängerversion machen. Ja. Hier fragt jemand, der auch dazu geschrieben hat, dass er oder sie später eingestiegen ist. Mhm. Dazu kann ich auch noch sagen, dass der ganze Stream wird nachher auch nochmal auf YouTube hochgeladen. Also kann man sich auch später nochmal angucken. Aber die Person fragt, wie viel Millimeter die Sekunde bei realistischem Betrieb schafft. Ja, also wir haben ja den Drucker erst seit ein paar Tagen. Und ich habe es zum Beispiel schon geschafft, also es ist jetzt viel Geek-Talk, aber 0,5 mm Schichthöhe mit Premium-PLA von Form Futura mit, ich glaube, 130, 140 mm pro Sekunde bin ich gefahren. Unten habe ich noch was gedruckt mit 0,2 mm Schichthöhe, also relativ wenig, aber habe es halt auf 165 mm pro Sekunde gedrückt. Und dabei ist die Temperatur nicht mal ansatzweise so hoch wie bei den Vorgängerversionen. Irgendwie heizt das viel, viel besser wegen diesen drei Kanälen. Das heißt, ich könnte mit dem PLA noch heißer gehen und noch schneller fahren. Und ich habe bei den 160 mm pro Sekunde nicht wirklich eine Qualitätseinbußung gesehen. Ja. Das heißt, ich könnte noch heißer fahren und die Schichthöhe erhöhen oder noch heißer fahren und noch schneller fahren. Wie schnell realistisch jetzt wir mit unseren Materialien da jetzt drucken können, kann ich deswegen noch nicht genau sagen, aber es ist schon deutlich schneller. Für die, wo noch keine Vorgängerversion von den Druckern hatten, normale Druckgeschwindigkeit ist so bei 0,4 mm Schichthöhe, nicht wie ich davor gedruckt habe, 140 oder mehr, sondern eher so 80, 90 mm pro Sekunde. Also sind wir schon ein Stücken schneller. Ja, es ist schon ein sichtbarer Unterschied. Ja, ja. Und gleichzeitig wegen dem Direct Drive Extruder sieht die Z-Narbe, also der Anspritzpunkt für jede Schicht sieht viel besser aus. Und wir haben bei den Ecken, sind wir da auch viel, viel besser dran. Ja. Für die, wo ja auch schon eine Vorgängerversion haben, die wissen ganz genau, wir haben ja bei der Vorgängerversion eine Softwarebremse drin, die dann vor dem Eck nochmal kurz langsamer ist, ums Eck langsam fährt und dann schneller fährt, damit die Ecke schön aussieht. Und wegen dem Antivibrationssystem haben wir das halt bei der neuen Version nicht. Das heißt, diese 10-15%, die wir noch draufrechnen müssen an Druckzeit bei der Vorgängerversion, haben wir jetzt bei der neuen Maschine nicht. Das, was Simplify sagt, wie lange es braucht, so lange druckt es auch. Ja. Mhm. Also da sparen wir uns dann nochmal Zeit. Ja. Ich habe hier nochmal eine Frage in dieselbe Richtung. Da fragt jemand, mit ASA, ABS kann man ja grundlegend schneller drucken. Mhm. Wie ist es dann mit dem neuen Drucker? Also geht es dann nochmal noch schneller? Oder? Ja, also es müsste grundlegend noch schneller gehen. Mhm. Ich konnte in der kurzen Zeit leider bisher nur PLA ausprobieren, weil das halt vor allem für den Start immer so ein sicheres Material ist, womit es losgeht. Und ich wollte jetzt nicht vor der Aufnahme, wo wir jetzt aufgenommen haben, nochmal irgendwie was am Drucker machen, wo ich mir unsicher bin. Deswegen habe ich bisher nur PLA probiert. Deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Am besten einfach, ich schätze mal, in einer Woche oder zwei durchklingeln. Und dann kann ich es vielleicht sagen. Genau. Ich warte gerade, ob noch weitere Fragen reinkommen. Aber scheint wohl nicht so. Wenn ihr dann weitere Fragen habt oder die euch ja später einfallen, nachdem ihr in der Nacht drüber geschlafen habt, dann schreibt uns gerne die Fragen einfach per E-Mail auf 3D-Support zusammengeschrieben @gröner.de oder ruft einfach die 3D-Druckschleife an unter der Nummer 801, Endziffer 801, und dann helfen wir euch einfach weiter mit den Fragen. Genauso wie mit Angeboten. Wenn ihr ein Angebot wollt für den Drucker, auch einfach genau darüber sich melden, und dann beraten wir euch gerne. Weil der Drucker gerade macht echt ordentlich Spaß. Ja. Das ist echt cool. Alright, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Vielen Dank. Der Livestream kommt später dann nochmal online, da kann man das Ganze nochmal nachschauen. Und ja, wir schreiben oder hören uns oder sehen uns im nächsten Video. Danke. Bye-bye.